Traditionell werden an der NAN-Sitzung verdiente Narren mit dem Sessionsorden des Fastnachtsverbands ausgezeichnet. Das wollen wir natürlich auch heute so halten. Deshalb darf ich nun zunächst zu mir auf die Bühne bitten, den Präsidenten der Brunklose aus Emskirchen, Bernd Rauscher, der heute im Auftrag des Verbands die Ehrung durchführen wird. Einmarsch bitte. Ja, lieber Jochen, herzlichen Dank zunächst einmal für die Einladung, dass ich heute im Namen des Fastnachtsverbands im Auftrag des TSV Ipsheim wieder zwei langjährige Mitglieder mit den Saisonsorden des Fastnachtsverbands Franken auszeichnen darf. Ich möchte an dieser Stelle herzliche Grüße von Bernhard Schlehre, Donuschi Klein übermitteln, den Präsidenten und die Präsidentin des Bezirkes Mittelfranken. Sie richten euch die besten Grüße aus, wünschen eine angenehme Veranstaltung, ein paar schöne Stunden und noch einen schönen Restfasching, der ja jetzt so langsam aufs Ende zugeht. Ja, lieber Jochen, ihr habt den Antrag beim Fastnachtsverband Franken gestellt. Ihr wollt zwei verdiente Mitglieder, zwei verdiente Aktive mit den diesjährigen Saisonsorden auszeichnen. Das wollen wir jetzt tun. Und bevor ich über die beiden ein paar Worte verliere, möchte ich sie mal zu mir auf die Bühne bitten. Das ist einmal die Katrin Gebhardt und den Präsidenten Stefan Kreuzer. Geht's mal in die Mitte. Auweia, der Stefan, er schaut mich ganz erschrocken an. Ein bisschen Überraschung muss ja dabei sein. Wir beginnen aber trotzdem Ladies first. Ich darf mal verlesen. Ja, die Katrin ist seit ihrem vierten Lebensjahr Mitglied im TSV Ipsheim und seit der Saison 2002-2003 im Fasching aktiv. Weil es damals noch keine Jugendgarde gab, startet sie 2009. Zunächst war sie Tänzerin im Schaudanz in der Prinzengarde. 2009 startete sie dann parallel dazu ihre Trainerkarriere. Und dann war sie 3 Jahre als Trainerin im Schaudanz und seit 8 Jahren für die Tanzmariechen des TSV Ipsheim verantwortlich. Momentan hat sie alle 3 Tanzmariechen unter ihren Fittigen und seit 2013 hat sie auch die Gattetrainer-C-Lizenz erworben. Das ist ganz wichtig, damit wir auch in der Trainerschaft auch das Know-how und das Wissen haben, wie richtig trainiert wird. Ja, und liebe Katrin, ich kann sagen vom Fastnachtsverband, wir sind sehr froh, dass sich immer wieder Trainerinnen auch für diese Ausbildung entscheiden. Es ist wichtig für die jungen Menschen, dass sie auch vernünftig angeleitet und vernünftig trainiert werden. Und man sieht ja, was dabei rauskommt. Ergebnis konnten wir heuer bereits in Franken-Hellau bestaunen. Ja, in der Saison 2010-2011 hast du dir dann die Krone aufgesetzt. Als Katrin die Zweite regiertest du mit Johannes den Zweiten die Ipsheimer Narrenschaft. So viel mal zu dir und jetzt kommen wir zu dem jungen Mann nebendran. Ja, lieber Stefan, besonders freut es mich natürlich, dass ich in meinem letzten Präsidentenjahr der Brunklose Emskirchen heute dich als Präsidentenkollegen auch ehren darf. Und liebe Gäste, auch er hat heute ein Jubiläum. Er ist nämlich seit 11 Jahren Mitglied in der Faschingsriege beim TSV Ipsheim. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Ja, lieber Stefan, du hast seit der Saison 2007-2008 erstmal im Elferrad getanzt, ein Jahr später im Schaudanz mitgemacht. Mit den Jungs und Mädels vom Schaudanz werden wir dich auch heute hier noch auf der Bühne tanzen sehen. Seit 2013 ist der Präsident des Hohen Elferrads, wie es bei euch heißt, und führt somit souverän durch alle Veranstaltungen des TSV und gemeinsam mit dem Jochen auch durch diese Narrensitzung. Ja, Stefan, und was soll ich dir sagen? In deiner jungen Präsidentenkarriere hast du heuer das Highlight erleben dürfen, was man, glaube ich, als, ja, ich sage jetzt mal, Sitzungspräsident eines doch kleinen Vereines, so wie wir es alle sind, erleben kann. Du durftest als Sitzungspräsident Franken-Hellau moderieren. Und da muss ich dir auch noch von mir allerherzlichste Glückwünsche sagen. Das hast du extrem souverän gemacht, hast ein klasse Bild abgegeben und das war eine ganz klasse Vorstellung. Thank you.
Dass du es kannst, wissen wir alle hier. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. 1,2 Millionen Haushalte haben diese Sendung gesehen. Und ich denke, da kannst du ganz stolz drauf sein. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, beide Aktiven vom DSV Ipsheim bekommen heute den Sessionsorden des Fastnachtsverbands Franken 2018. Herzlichen Glückwunsch. So, die Verleihung selber will ich dir nicht antun. Ich denke, da nehmen wir den Pagen dazu. Oder die Prinzessin, je nachdem, wer zuständig ist. Lieber Stefan, herzlichen Glückwunsch. Ja, ihr beiden, einen herzlichen Glückwunsch von euren TSV Ipsheim, herzlichen Glückwunsch vom Fastnachtsverband Franken. Es soll noch die Motivation sein, dass ihr recht lange noch euren TSV Ipsheim mit dieser klasse Arbeit unterstützt und erhalten bleibt. Das, was ihr hier zaubert, muss ich als Beirat des Fastnachtsverbands Franken hier auch mal sagen, ist allererste Klasse. Es ist einfach super, was in Ipsheim an Jugendarbeit, an Faschingsarbeit hier geleistet wird. Der ganze TSV natürlich, aber speziell hier die Faschingsabteilung. Es war heuer der Höhepunkt Franken-Hellau für euch, für uns alle. Und ich glaube, wenn man solche Ziele erreicht, dann können wir hier von unserer Seite aus sagen, wir ermutigen hier jede Faschingsgesellschaft im Landkreis, um den Landkreis und außenrum, wer die Möglichkeit hat, sich für diese Sitzung zu bewerben. Ihr könnt das. Es ist etwas Arbeit, aber ihr könnt es alle, versucht es alle, nehmt die Herausforderung an. Ihr habt es gesehen, was dabei herauskommen kann. Ganz stark. Auf unsere drei Ausgezeichneten, ein dreifach donnerndes Ipsheim. Aha. Ipsheim. Aha. Ipsheim. Aha. Dankeschön. Ja, auch ich möchte mich natürlich den lobenden Worten vom Bernd anschließen und auch im Namen des TSV ganz herzlich Danke bei euch sagen. Man sieht euch ja nicht nur im Faschings, sondern auch auf den Nicht-Faschings-Veranstaltungen. Von denen haben wir eigentlich ja noch ein paar mehr wie im Fasching als Helfer immer dabei. Herzlichen Dank. Der Bernd hat es gesagt, macht weiter so. Wir hoffen auf die nächsten 10 bis 20 Jahre. Und auch bei dir, lieber Bernd, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du diese Verleihung übernommen hast. Auch für dich haben wir ein kleines Präsent, einen Wein. Und Stichwort Wein, jetzt brauchen wir mal einen Schoppen für den Bernd. Haben wir den schon oben? Jawohl, weil der Bernd, wer es gesehen hat, hat natürlich bei Franken-Hellau einen legendären Trinkspruch geprägt und ich denke, es wäre an der Zeit. Ja, also Jochen, dann muss ich da was sagen, den mache ich gern, aber nicht in diesem Outfit. Kleinen Moment. So, Achtung, er zieht sich aus. Das Outfit hat ihm die Angie, die Haus- und Hofschneiderin vom BR, nämlich auf den Leib geschneidert. Und jetzt, lieber Bernd. Ein bisschen Restetikette, was mal aus der Requisite übrig geblieben ist, das wollen wir schon warnen. Ja, wir haben doch mit Sicherheit auch die Ipsheimer Winzer wieder unter uns sitzen und die Qualität muss ja überprüft werden. Und das machen wir jetzt alle gemeinsam mit einem Trinkspruch auf unsere Ausgezeichneten. Ein Nilpferd saß am Wüstenrand und wusch sein Arsch im Wüstensand. Ach, möge doch der Ipsheimer Wein so rein wie der Arsch vom Nilpferd sein. Prost! Ein Prost, ja, ein Prost,